Hallo und herzlich willkommen zu Schenk 2. Ja, der erste Teil ist jetzt rum und dann dachte ich mir, es gibt einen zweiten Teil. Mache ich den doch einfach auch. So, gleich vorne weg. Der Controller ist wieder am Start. Und ich hoffe mal, dass ich mit, soll ich sagen, mal gucken, wie es hier so die Anzeigen sind. Ob das auch wieder so, so lustigen kleinen Bildchen sind, die ich nicht zuordnen kann zu den Steuerungen. Aber mal schauen. Ja, aha, nur normal und hart. Boah, normal. Heavy Web. Ja, locked. Mhm. Ja, da kann ich ja wohl keine andere nehmen, wa? Was? Ah, Moment. Wann, okay, Wurfmesser. Interessant. Oh, und noch eine. Okay, da kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich Minen, Molotovs oder Grenades nehmen. Oh, ich glaube, ich probiere mal diese Minen aus. Schenk. Basic. Ja gut, die sind natürlich alle gesperrt. Klar. Dann lassen wir das mal laden. Mal gucken, was jetzt geht. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Mal gucken, wie es jetzt geht. Ich meine, da ich den anderen Teil ja... Ich glaube, das werde ich diesmal nicht machen. Den anderen Teil habe ich ja komplett durchgespielt an einem Tag. Und zack. Ist schon ein Weilchen her jetzt. Da weiß ich, die Steuerung wahrscheinlich ist auch nicht mehr so, wie das da war. Aber gut, neues Spiel, neues Glück. Und ich habe so das Gefühl, auch hier gibt es keine Untertitel. Aber gut, ich schätze mal, auch hier wird es nicht viel Dialog geben. Da ist er. Oh, man. So. Hier, Help and Options Control Settings. Mal kurz googeln. Haben wir irgendwo Fullscreen, bla, bla, bla. Jo, ich sehe hier keine Untertitel. Ihr wollt es sehen. Korrigiert mich. Quelle 2 soll man natürlich nicht sehen. Und ich schaue mal ganz kurz hier rein. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal keine Bildchen. Und da kriege ich auch schon, irgendwas mit X soll ich drücken. Ah. Für die Attack. Why me? Gucken. Oh! Okay. There he is. Kann auf das Auto. Ach du Scheiße, mein Auto ist kaputt prügeln. Okay. Okay. Ich schätze mal, also das war ja hier irgendwas mit ducken. Wenn ich das richtig verstanden habe, ducken und dann schlagen. Kann man sie in die Luft stellen? Ich schätze mal, mit, dass man sie auch irgendwie dann in der Luft noch weiter bearbeiten kann. Aber bis jetzt. Ja. So, erstmal noch ein Auto kaputt machen. Gut. Mal gucken, was... Ah! Diese Attacke gibt's hier auch? Ah ja, richtig, blöd. Die wollte ich eigentlich gerade machen. Mal gucken. Ah ja. Funktioniert also immer noch. Ach, guck mal, den kann ich... Ist er... Ach du Scheiße. Okay.
Ich schätze mal, ich müsste jetzt hier erstmal wieder mit den... Ah, gut. Komm her. Haha, cool. Was? Ach, das erste Dutzend. Okay. Unterbrech. Habe ich jetzt 12 Gegner gemetzelt? Alles klar. Also ich muss sagen, hier gefällt mir schon viel besser, dass hier steht, welche Taste ich drücken muss. Ah, cool. Noch ist es ja einfach, ne? Was kann man nicht da... der lebt ja noch. Oh, okay. Das ist also Messerwaffen. Was? Ich kann Waffen aufsammeln? Ein Baseballschläger? Ah, so benutze ich ihn. Sehr schön. Mal gucken, was hier geht. Ah. Kann man alles kaputt machen. Also Knives kann ich hier auch werfen, so viel ich will. Da habe ich einfach unendlich. Das ist cool. Ich frage mich, ob man auch noch andere Waffen aufsammeln kann. So. Oh. Schnauze da oben. Ruf der billige Blitz. Ja, komm, nimm mal mit. Ich hab grad kurz gezögert, ob das notwendig ist. Who is this guy? Wie der geflogen ist! Komm her! Ach! Irgendwelche... Ja, Schießtricks gibt's hier ja auch wieder. Genügend. Oh! Coole Dinger! Und dich will ich jetzt so haben. Das war blöd. War ja kein Gegner mehr da. Okay, aber im Grunde und Ganzen dieselben Controls. Ups. Das war ich nicht. Okay, was haben wir denn da? Oh, was, wie, wo? Ach du Scheiße. Collectibles. Alles klar. Ich mag ja Collectibles, aber... Geht alles zu Lasten von Zeit. Okay. Dauert ein Momentchen. Was war das? Das kann man benutzen? Ach du Scheiße. Okay, hochtragen leider nicht. Das ist doch zu schwer. Kannst du es hochwerfen? Ah, okay, so kann man das Ding dann also werfen. Upsa! TNT, das ist nice, aber... Hört mal auf, mich zu treffen. Okay, ich mach's doch mal lieber so. Gut, was haben wir hier? Primus Bio.
Ach, hier ist auch noch mal so ein Gastankchen. Ich will die Leiter nehmen. Oh, ich bin ganz schön kaputt, aber... Was zum Trinken wäre natürlich... Ich frage mich, wann die ersten Hunde kommen. Das sah eben schon so aus. Das könnte da bald was... Oh. Ha. Ah, okay. Ich sollte mal was anderes machen. Ich will das hier. Zack. Oh Gott. Was? Hey, danke schön. Ja gut, noch. Was? Was? Der lebt ja immer noch. Haben wir dich jetzt endlich. Ja, den benutzt. Oh, was haben wir hier? Schönes. Ja gut, ich brauche unbedingt hier ein bisschen Dings. Ich glaube, das war schon das erste Level. Ach, cool. Geil. Ja komm, mir hat die Machete super gefallen. Ich weiß nicht, soll ich die weiter... Ich behalte die jetzt einfach mal. So, jetzt müsste ich doch hier... Ah, guck mal, da kann man auch noch hier Kisten kaputt machen. Ach, die Attacke macht er einfach nur mit diesen Messerchen, die er da hat. Und so wirft er die Messerchen, alles klar. So, wo ist, Did you hear about the guy who took out Cesar? Mess. If he was here, I'd take him out. No problem. Get out of here! Oops. Ja gut, ich war halt schon ziemlich kaputt. Ja gut, ich habe genauso viel Damage abgekriegt wie eben, ne? Nur hatte ich, vorhin halt nichts mehr übrig. Oder eben. okay, hier bin ich jetzt leicht überfordert. Leicht überfordert, ja. Leicht überfordert. So, ich kann auch einfach rüberhüpfen. Schon brutal. Oh. Nein, ich will da nicht selber rein. Okay, ich will da nicht selber reinspringen und mach's trotzdem. Natürlich, mal wieder typischer Fail. Ach man, jetzt darf ich hier dieselbe Sache nochmal machen, ne?
Oh. Ach, Mist. Meine Güte. Die Attacke. Ach Gott, ich glaube, ich lasse mich echt gleich nochmal schlagen. Schade echt, dass sich so eine Attacke von den Typen nicht einfach abbrechen lässt. Da ist, glaube ich, noch einmal. Okay, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben. Das gibt's doch nicht. Ah, Mann, die sind aber auch manchmal echt so schnell, dass... Oh Mann, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Das sage ich immer, ne? Jetzt bin 15 Minuten im Spiel und da sage ich schon, ich mag nicht mehr. Wahnsinn. Okay, so kann man es natürlich auch machen, ne? Super, super, dass ich leider nicht hier... Och nö. Ich bin jetzt schon überfordert, das kann doch wohl nicht wahr sein. Vor allem, ich versuche ja hier die Attacken und alles so zu nutzen, ne? Komm drüber. Mann, so schade, dass er da selber auch so einfach, so leicht reinfallen kann, du. Moment. Eigentlich dachte ich, ich hätte den Typen da Neige schubst. War ein anderer. Ah. Ja, genau. Oh, was haben wir hier jetzt? Was man hier alles benutzen kann. Ein Hammer. Ne, den Baseballschläger will ich jetzt nicht haben. Ich gehe mal lieber weiter, bevor es dich hier wieder zerhaut. Grenades. Ich hatte doch eben noch Minen ausgerüstet. Who the hell is that? Ich drücke falsche Tasten. Ach Mann! Das gibt's doch nicht!
Ich stelle mich wieder an wie der erste Mensch, als würde ich sowas nie spielen. Haha. Ey, der hat eine Bratpfanne, die will ich haben. Damit. Habe ich jetzt diese. Ah, ich habe das Schlachterbeil. Sehr schön. Was? Check your grenade inventory. Das war. Ja, damit. Ach so, ja. Nimm mal mit. Okay. Boss? Fragezeichen? Okay, sieht irgendwie nach einem zumindest kleinen Boss aus. Dann würde ich mal sagen, genug für den ersten Part. Diesen Boss besiegen wir im zweiten. Und ich hoffe mal, ich werde diesmal es besser hinkriegen. Da ich ja immerhin schon ein bisschen weiß, dass man da vom ersten Teil, dass es da Tasten gibt, die man drücken muss, bestimmte Tasten. Vielleicht kriege ich die ja jetzt ein bisschen schneller raus in die Taktik. Also würde ich sagen, der erste Part war, das war's für den ersten Part. Und im nächsten geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.